So, okay. Weiter geht's mit einer neuen Runde auf Train Crusade. Genau. Lustige Sache gerade. Ich wollte gerade dem Typen noch einen Code anbieten und dann sagt er so, ja, ich bin noch der und der. Gut, okay. Ja, die Welt ist, also die Welt ist klein, aber die Flive-Welt, die ist halt wirklich mini. Die ist wirklich mini. So, immer die gleichen Gesichter, immer die gleichen Leute. ja, immer das Gleiche effektiv. So, was haben wir hier? Wir haben nichts Gutes. Wir haben erstmal. Wir sind nicht gut gestattert. Das ist schon mal ein Anfang. Wir haben nicht die richtigen. Oh Gott. Nein, stopp. Hilfe. So, wir müssen mal die richtigen Power-Ups aktivieren. Auch noch wichtig. Oh Gott, ey. So, Pet. Wie wär's mal, wenn du was einsammeln würdest, Pet? Wäre das nicht mal irgendwie eine coole Sache so? Okay, das ist doch auch noch was. So, Fly for fun. Vita meine ich. So, dann mal ganz kurz alles hier aktivieren. So. Das. Zack, zack, zack. Das noch. Was haben wir sonst noch? Das noch. Okay, damit glaube ich haben wir es geschafft. Super. Das gibt noch schnell einlagern da. Genau. Ich habe übrigens bisher offscreen noch nichts weiterhin gefarmt. Ja, Zeit und so. Nee, ich komme halt einfach. Ich komme nicht zum Zocken, das ist das Problem. Ich meine, ich zocke eh nicht so viel und habe dafür eigentlich schon einen, ich würde trotzdem mal sagen, respektablen Fortschritt eigentlich gemacht. Also ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde, so ja, ich komme nicht voran oder so. Nee, ganz im Gegenteil. Ich bin zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Ich meine, schau mal her, wir haben jetzt eine Ulti One plus 6. Wir machen echt guten Schaden. Wir haben 821 Int bei 100 STA sogar gesettet. Mit 62 HP, ohne dass wir großartig was anhätten hier. Also, nee, ich kann nicht sagen, dass ich hier irgendwie unzufrieden wäre mit meinem Fortschritt. Ganz im Gegenteil. Ich meine, ich zock. Also im Durchschnitt, glaube ich, komme ich nicht mal mehr auf 2 Stunden am Tag. Im Durchschnitt, glaube ich, bin ich bei 1,5, wenn es gut läuft. Ja, wirklich schon, wenn es gut läuft. Letzten 3 Tage habe ich wieder gar nicht gezockt, glaube ich. Oder so. 3 Tage, 2. Ich habe nicht mehr. Ich hab kein Zeitgefühl mehr. Warte, wir müssen da wieder zurück. Genau. Nee, also. Was soll ich sagen? So wie es läuft, bin ich halt echt zufrieden momentan. Also ich muss mal schauen. Ich glaube, Catsy Lady, beziehungsweise. Ich nenne sie Catsy einfach. Genau, Dragon Rank 1 hat die gemacht. Vielleicht bin ich mir noch nicht sicher, vielleicht leveln wir miteinander oder so, aber ich denke mal, AOE und 101 levelt sich halt jetzt nicht so ideal miteinander. Ich glaube, mindestens einer davon hat also profitiert nicht gerade. Wobei vielleicht sogar beide ein bisschen Probleme kriegen. Und ja, genau. Natürlich, aber ich müsste halt so viel mehr farmen, vor allem auch andere Dungeons. Ich müsste halt. Oh Gott, was muss ich Neues farmen? Decayens Mine. Ja, das ist schon mal der Anfang. Das ist schon mal das Erste. Decayens Mine müsste ich halt farmen bis zum Umfallen effektiv. Und halt jeden Tag effektiv die 6-7 Runs da. Wie viele Runs kann man denn machen? Lass mal kurz nachschauen. Gibt es, glaube ich, auch viel zu viele noch immer. 6 Runs, ja, das ist halt verrückt. Da müsste ich halt das Zeug farmen für Super Moons, normale Moons und weiß der Geier was. Das ist halt auch wieder Red Bull ist Joined the Party. Man sieht immer die gleichen Leute, immer die gleichen Leute, immer die gleichen Gesichter. Hier zwei aus der Gilde. Und auch viele habe ich schon öfter mal gesehen irgendwie. Also, ja. Naja, und ja, das Ding ist, ich kann es halt aktuell einfach nicht machen. So, ich habe vor allem auch immer ein schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Vielleicht kennt ihr das noch so damals aus der Schulzeit oder so, oder aus der Berufsschulzeit. Und denkt euch so, ja, ich müsste jetzt eigentlich für die Schule lernen. Also ich lerne es nicht für die Schule, aber ich müsste es eigentlich lernen. Aber ich zocke jetzt Flive. Oder andersrum, ich zocke jetzt gerade Flive, aber eigentlich müsste ich lernen. Und man hat einfach immer so ein, wisst ihr, es schwingt einfach immer so ein schlechtes Gefühl einfach dabei mit. Und ja, das ist halt echt ein bisschen uncool, würde ich sagen. Irgendwas ist nicht mehr online.
Lul. Ringmaster. Kann ich einloggen? Moment. Achso, wir haben schon genug Kills gemacht, oder? Ja, scheiß drauf. Das ist halt kein schneller Run auf alle Fälle. Da hatten wir schon ganz andere Runs. So kann man schon den Ringmaster einzulocken, halt für Treuebuffs, natürlich auch, um das Treuelevel zu leveln. Genau. 90 von 100. Noch nicht ganz ausreichend, leider. Aber es ist irgendwie trotzdem krass, wie ich das mittlerweile abschätzen kann. Was ich halt noch killen muss und so. Und wie viel das ich halt killen muss im Vorhinein, um halt dann irgendwie auf die 100 zu kommen oder auf die etwa 100 zu kommen, sagen wir so. So Abweichung von 1 halt effektiv. Das ist halt schon echt krass. Aber ich muss wieder 101 killen, oder wie? Eieieiei. Ich kenne diesen Fehler zu gut. So, Ringmaster. Zack, zack, zack. Und loggen. Jetzt darf ich einloggen. Ja, so entspannte. Wie viel Schaden mehr waren das jetzt? Ich weiß nicht, was man. Ich glaube. 7k Schaden mehr machen wir jetzt. Und mit Death und so. Lol, was? Bronze, Enku, Treasure Key? So, wann gibt's denn die? Ach nee, die Gold Key ist, glaube ich, von den besonderen, oder? Ich weiß es gar nicht genau. Naja, irgendwie so eine Art. Ach ja, DPS. Alter, 1,15 Millionen. Und, okay, wir sind einfach instant full life. Wir sind einfach instant full life. Ist das heftig. Ist das krass. Wait, wir haben den Run so verkackt und sind immer noch bei unter 7 Minuten bisher? What? Wie gibt's denn sowas? Hä, lol, wie gibt's sowas denn? Das ist ja verrückt. Das ist ja echt verrückt. Okay. Ich weiß gar nicht, machen wir jetzt eigentlich mehr Schaden? Nee, ich glaube eigentlich machen wir nicht mehr Schaden als im letzten Run, glaube ich. Also nicht viel mehr zumindest. Vielleicht. Ja, keine Ahnung. 10, 20, 30 kam mehr, so kein Plan, aber. Nee, generell nicht. Ja, läuft er. Alter, wenn man mal auf die HP schaut, das hat schon krass, oder? Da droppt er wirklich Millionen für Millionen immer runter. Alter, wie wir uns regenerieren. Ist das heftig. Aber ich merke gerade so, ich glaube, ich habe damals sogar irgendwie mal 6% Lifesteal benutzt und so. Einfach halt, weil Baum. Jetzt bin ich voll. Leute, ich wollte gerade sagen, wo bin ich denn jetzt? Und. Naja, also, weil man halt einfach das irgendwie mehr oder weniger brauchte. Weil man einfach, weiß nicht, ausgereicht hat, die 3%, wegen, wenn man geblockt wird oder. Keine Ahnung. Man will halt irgendwie AFK gehen, wenn man irgendwas farmt. Und. Oder halt nicht die ganze Zeit aufpassen. Und dann war es einfach so nervig, dass man halt teilweise irgendwie dann gestorben ist dann. Und ich habe mich dann schon erwischt, dass ich mal irgendwie so 6% Lifesteal drin hatte für eine Zeit lang und so. Und das braucht man allerdings jetzt auch nicht mehr. Also mit Elitz, mit Psykeeper brauchst du das halt echt nicht. War irgendwie auch ganz entspannt. Yo. Ist das krass. Ist das krass oder ist das krass? Also ich finde schon, dass es krass ist. Oh ne, Crit-Schaden und Crit-Rate, what? Und ein Urban-Buff haben wir noch. Einfach 18% mehr HP, nur durch die komischen Buffs. Heftig, heftig. Und was wir aber auch Geld droppen aktuell. Das ist ja eigentlich das Übelste aktuell. Das ist ja echt krass. Ja, also ich hoffe auch noch, dass wir ein paar A-Karten hier droppen und so. Die droppen hier eigentlich zumindest ganz gut. Eigentlich. Momentan irgendwie jetzt nicht so. Weiß ich nicht warum, was damit auf sich hat. Keine Ahnung. Es gibt bestimmt irgendeinen Grund oder so. Verbot von. Ups.
Geht ein Video an, hoppla. So, achso, ich wollte da unten rum. Ah. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So, okay. So, 91 Müller schon wieder. Das ist halt echt voll gut irgendwie. Echt gut. Und DPS, wie gesagt, also DPS steigt echt immer noch. Also ich habe es nicht erwartet, dass die wirklich jetzt schon wieder so schnell steigt. Ach nee, wir haben noch einen Schmuck gemacht, oder? Wir haben, stimmt, wir haben noch den Schmuck geupgradet. Das hat noch einiges rausgeholt wahrscheinlich. Ja, stimmt. Was haben wir gerade gedroppt? Eine Fire A oder was? Oh, eine Fire A. Mal schauen. Vielleicht kann ich die bei irgendwem gegen eine Feuer Water Art tauschen oder so. Je nachdem. Ich glaube, oh nee, fast kein Online. What? Wo sind denn die alle? Was haben wir denn hier? 16:44 an einem Donnerstag. Naja, gut, okay. Arbeit, Real Life und so. Oh, ist das angenehm, was mich an Geld droppt einfach. Das ist halt wirklich das Beste irgendwie. Das ist wirklich mit Abstand coolste. Genau, Gildenbuff Level 5 haben wir übrigens auch erreicht. Auch sehr, sehr geil. Bringt All Stats 4, Damage Absorb plus 4, was auch immer das ist, also plus 3, sorry. Ich meine, ich vermute halt mal 3% weniger Damage erhalten oder so. Aber es kann halt alles sein. Es kann halt wirklich, wirklich alles sein. Also ich denke nicht, dass ich 3 Schadenspunkte weniger kriege. Das wäre ein bisschen sehr mau, aber ich vermute immer so 3% oder so. Aber sicher, keine Ahnung. Das sind halt wieder so die Softstats, wo man sich halt irgendwie nicht auskennt, so in Life. So, was bedeutet das halt, kein Plan. Also ich muss gerade sagen, so Ela, Psykeeper, also Psykeeper und Ela, die profitieren gar nicht so krass irgendwie davon, von den Gildenbuffs. Also von den Bonus-Gildenbuffs, also schon mal generell nicht so krass. Also gar nicht effektiv, halt außer XP. Aber auch, was haben wir sonst noch irgendwie? Ja gut, die anderen Gildenbuffs sind wir schon eher, oder? 4% Attack, gut XP, ja, whatever. HP, ja, PvE-Schaden, ja. Okay. So, und weiter geht's mit einer neuen Runde auf Train Crusade. Wir farmen die Kains Mina. Sorry, dass es gerade so mittendrin startet. Ich kam gerade jetzt auf die Idee, so, hey, ich könnte es auch aufnehmen. Ja, habe ich irgendwie ein bisschen verpennt, aber naja, egal. Genau, also mit unserem, also wir sind aktuell pur STA, das ist wahrscheinlich komplett Overkill. Könnten auch ein bisschen mehr auf, ein bisschen riskant, aber wird schon funktionieren irgendwie. Es gilt trotzdem relativ viel STA, einfach zur Sicherheit. Ich kann irgendwie viel STA dann an Schaden macht. Der Endboss und so. Und genau. Also man farmt hier die Kains Mine eigentlich für Oris Moons. Das ist halt immer ein großes Ding. Geld droppen, by the way, auch irgendwie ziemlich gut. Also, ja, ist nebensächlich, aber ja. Primär allerdings hat für Super Moons, die droppt man dann von diesem ja, komischen Endboss da. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie der heißt. Den kriegt man dann, oder kommt man eben dann hin, wenn man diese Öffner, glaube ich, hat. Oder? Nee, wie war denn das? Ich weiß gar nicht mehr genau, was man braucht. Ich glaube doch, die Öffner, glaube ich, braucht man dafür. Und ja, irgendwie so. Ihr seht es dann gleich, wenn es soweit ist. Und ich melde mich dann. Beziehungsweise ihr seht es dann gleich. Ich habe gerade vorher schon einen Run gemacht. Ich habe allerdings nichts bekommen. Entweder war ich
blind, beziehungsweise das Petter blind. Das gibt es leider auch relativ oft. Was macht denn der hier? Achso, okay. Oder der hat einfach nichts gedroppt. Kann beides sein. Keine Ahnung. Alter, schau mal den Damage an. Ist doch krank, oder? Genau, für die Quest müssen wir, glaube ich, noch 10 davon killen oder irgendwie so. Die zu killen ist übrigens gar nicht mal so dumm, denn die geben halt auch wieder Geld und so und man kann halt quasi spawnen bis zum Umfallen. So, zack, 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 zack. Und schafft's Geld. 5 Mille. Genau. 10 von 10, genau. So, dann geht's weiter zum nächsten Raum. Also generell ist jeder, glaube ich, schon hier, was man Geld machen kann, nur wenn man diese komischen Dinger hier farmt. Das ist halt schon echt ein bisschen krass. Könnt ihr, glaube ich, mal reingehen da. Hier geht er zum Beispiel rein, wenn ihr diese Dinger öffnen wollt. Genau, und diese Sarkophagöffner braucht man da zum Beispiel 1 oder 5. Ich glaube, nur der mit 5 macht es Sinn. Ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig genau. Ist ein bisschen komisch umgesetzt, ehrlich gesagt. Denn der für 10, glaube ich, lohnt zum Beispiel gar nicht. Der für 5. Oh, ich weiß es nicht mehr genau, sorry. Irgendwie war das. Ich muss selbst nochmal schauen. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, man macht das meistens, wenn man dann irgendwie mit mehreren Leuten reingeht. Beziehungsweise wenn man die Schwierigkeit auch höher stellt oder so. Ich glaube, man kann sogar auf hell hier farmen. Einfach, weil es halt wirklich easy ist. Genau, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Muss ich passen. Ah genau, ich sehe da aktuell schon, wir waren bei unter 3000 Moons, jetzt haben wir schon 3064. Oris, glaube ich, droppen ungefähr genauso viel, aber ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, wir können, ja genau. Einfach den Dotskill drauf und durch da. Der Damage. Wir machen einfach eine halbe Million mit diesem Dot-Skill. Ist halt total krank. So, hier eine Quest. Lol. Hö? Okay, das war nicht der Plan, aber gut. Schaut euch das einfach mal an. Das ist doch krank, oder? Ist doch einfach nur krank. Was macht der Skill hier? Okay. Genau, hier haben wir gerade einen bekommen. Das Problem ist nur, man kann jetzt hier nicht mehr raus, glaube ich. Genau, es geht nicht. Man muss erst wieder neu rein und dann kommt man da eben hin. Ist ein bisschen blöd umgesetzt alles, aber naja. Also ich hoffe auch generell, dass es mal irgendwie neu gemacht wird, denn die Kains Mine, ich meine, das kannst du einmal nehmen und einmal wegschmeißen. Ach, ich habe irgendwas vergessen zu killen, verdammt. Das ist einfach nicht gut umgesetzt. Und ich glaube, bevor man jetzt irgendwie großartig rumbastelt, ich glaube, einmal das Ding wegschmeißen und neu machen, das ist, glaube ich, das Sinnvollste. Hä, Pet? Seht ihr, was wir gerade in Ori so Moons trappen? Schau mal hier drauf. Was hierbei rumkommt, das ist brutal. Wir haben schon über 100 Moons getrappt in, keine Ahnung, ein paar Minuten effektiv. Also, ja, ich weiß, ich nutze gerade meinen Drop-Buff dafür, aber... Es hat trotzdem irgendwie gefühlt das Sinnvollste, was ich damit machen kann. Also für mich persönlich zumindest. Klar, wenn ich jetzt sage, so, ja, ich kann für die Gilde farmen und so, dann ja, gibt es vielleicht noch ein, zwei Sachen, die wir machen könnten. Aber ich habe ja selbst noch, ich bin ja selbst einer die am weitesten hinterher sind. Und von dem her, ja, passt schon. Crit-Rate, why not? Ja, ich überlege auch gerade, ob ich noch eine Stunde leveln soll. Wir haben jetzt 23.48 Uhr. Weiß, ihr mich totleiten könnt. Wer ist denn Arkev? Ich glaube, das ist ein Spiel, an dem ich ausnahmsweise keinen Code verschickt habe oder so. So ein Mädchen Beast.
geil. Aber du hörst halt sowas auch nie von solchen Leuten im Real Life. Haben wir OP gespielt? Ah, ja, okay, gut. Ja, gut, okay. Also, gut, bei PvP. Bei PvP ist es leider gefühlt irgendwie normal. Kochen irgendwie immer die Emotionen hoch. Ja, gefühlt irgendwie, das wird sich auch nie ändern irgendwie. Also, vollkommen egal, ob wir jetzt alle 30 sind oder erwachsen sind oder sonst irgendwas. Ja, MGW wird halt beleidigt und PvP wird beleidigt. Hat immer die gleiche Kacke irgendwie. Alter. Das Geld, was wir einfach droppen. Ich meine, wir sind denn hier nicht mal lang drin oder so. Das ist ja witzlos hier. Wir rushen hier durch, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ach fuck, ich wollte die Schwierigkeit höher stellen. Stimmt. Oder wie waren das? Droppen die überhaupt am Meer? Oder wie war das denn alles? Ich glaube, ich sollte den 5er oder so farmen, oder? Ne, oder wie? Oh Gott. Für die Wissenschaft, komm. Also, ich mache gar keinen Schaden, das Ding. Soll ich hier mal 11 und 50? Oh Gott. Also gut, man muss natürlich jetzt fairerweise sagen, wir haben keinen DPS, okay. Ja, wir machen jetzt 1 Million DPS, oder über 1 Million DPS ungefähr. Das heißt, wir zerreißen dieses Ding ja wirklich in ja, effektiv weniger als 100 Sekunden. Also ein bisschen über 1 Million DPS, deswegen nicht mal 100 Sekunden, das Ding ist weg. Das ist halt schon wirklich, das ist brutal. So, okay. Teddy verkauft... Donate Coins, okay. Lord XP Event, yay. Wait, warum? Hä? Warum ist das Ding wieder full life? The fuck? Wow. Fuck, schaut euch das an, ich muss leveln eigentlich. Ich muss eigentlich wirklich leveln. Shit. Was macht man denn jetzt? Wirklich eine Stunde leveln oder so? Kacke. Dann habe ich keine Wahl eigentlich, dann muss ich leveln. Ja, haut halt noch mehr Skills raus, ich habe sie verstanden. Ich brauche auch noch einen Restart und... Nee, ich brauche keinen Restart mehr, oder? Nee, eigentlich nicht wirklich. Nee, eigentlich bin ich wirklich perfekt vorbereitet. So, Supermoons, wir hatten 17 haben wir bekommen. Nur 17. Also vielleicht skaliert das ja jetzt irgendwie mit der Schwierigkeit und deswegen haben wir so wenig bekommen, aber naja. 17 ist ja trotzdem jetzt nicht wirklich viel, ehrlich gesagt. So, mal ganz schnell durchrushen. Ah, während natürlich gerade das XP-Event läuft. Echt uncool. So, 6 von 7. Oris Moons, natürlich. Ich meine, wir droppen jetzt eine ganze Menge und so, aber ich glaube, wenn wir jetzt halt mit einer höheren Schwierigkeitsstufe reingehen würden, dann würden wir halt, glaube ich, noch krasser eskalieren. Also viel, viel, viel krasser, glaube ich, mal eskalieren. So, komm schnell weg damit. So, beeilen. Und rein da. Let's go. Holy shit. Allein die Gelddrops. Schau doch mal die Gelddrops an. Ist doch brutal, oder? Und weg damit. Ein Sarkophag, okay, nice. 13 Millionen waren es gerade. Yo.
Problem ist halt, ich verschwende jetzt halt effektiv meinen Top-Buff. Was echt unangenehm ist. Oh, die ganzen Scheißdinge hier. Fuck my life. Ich glaube, mit den ganzen Sets ausmachen oder so. Keine Ahnung, ist echt blöd. Dann noch ein Teil. Das noch weg. Das noch weg. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ab nach wo auch immer hin. Ach, und ich brauche noch Ringmaster. Scheiße, Fireland. Ich überlege aber gerade wirklich, ob ich jetzt... Nee, ich glaube, ich nehme es jetzt nicht auf. Das Ding ist, Leveln ist halt so eine langweilige Scheiße manchmal. Und, ja, das ist immer so die Problematik. So, ich will jetzt halt ehrlich gesagt nicht so eine Stunde da hocken und halt effektiv reden, weil ich halt auch einen Film nebenbei schauen kann, so wisst ihr. Ich meine, jetzt auch das selbe Style of Life. Und er kennt es ja so, okay, du kannst jetzt einen Film schauen oder du redest jetzt eine Stunde mit dir selbst. Ich meine, reden ist nicht so das Problem. Das Problem ist allerdings halt so, du machst einfach sowas Langweiliges. Life ist halt so langweilig. Und ja, das ist halt so die Problematik. So, 5 von 8. Partys auf Level, genial. Bamble, okay. Bamble. Na gut, dann würde ich sagen, läuft in der Stunde und bis zum nächsten Fluff-LP.